Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch einen neuen Solo-RP-Glitch zeigen. Ja, mit der heutigen Eventwoche sind auch die Peyote-Pflanzen wieder ins Spiel gekommen. Und jetzt bekommt ihr pro Durchgang, wenn ihr den Glitch macht, jeweils 5000 RP. Und ja, dann würde ich sagen, dann lassen wir auch direkt losstarten. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wo die Peyote-Pflanzen im Online-Modus sind, könnt ihr euch auch gerne zu diesem Ort begeben, wo ich mich gerade befinde. Das, was wir jetzt machen, ist, wir gehen einfach zu der Peyote-Pflanze hin, drücken Steuerkreuz nach rechts, um die Halluzination zu beginnen. Sobald wir als Tier gespawnt sind, einfach Steuerkreuz nach rechts gedrückt lassen, um die Halluzination wieder zu beenden. Nach dem Black Screen werden wir dann wieder spawnen und ihr werdet sehen, dass wir jetzt die 5000 RP bekommen haben. Wir öffnen einmal das Interaktionsmenü, gehen auf Stil, switchen einmal das Outfit, so dass wir die goldene Ladeschnecke unten rechts bekommen und anschließend einmal die Anwendung schließen. Wenn wir jetzt GTA wieder neu starten, müssen wir das Spiel einmal kalibrieren. Das heißt, wenn die Bikini-Frau hier erscheint, einfach L1 und R1 drücken, solange bis ihr in den Anzeigen Kalibrierungsmodus kommt. Dann könnt ihr einfach wieder irgendeine Lobby öffnen. So, seid ihr in der Oben-Lobby angekommen, werdet ihr sehen, dass die Peyote-Pflanze wieder da ist. Und ja, so könnt ihr jetzt permanent euch die RPs glitchen. Einfach wieder Steuerkreuz nach rechts drücken, die Halluzination einmal starten. Sobald wir als Tier spawnen, einfach wieder die Halluzination beenden. Dann werdet ihr sehen, wir kriegen wieder 5000 RP. Anschließend das Outfit einmal switchen, sodass wir die goldene Ladeschnecke unten rechts bekommen. Und anschließend einmal die Anwendung schließen. Und das Spiel neu starten. Wir kalibrieren wieder das Spiel. Gehen dann wieder in den Online-Modus rein. Welche Lobby, das ist völlig egal. So, und wenn wir jetzt in der Open-Lobby wieder ankommen, werdet ihr sehen, dass die Peyote-Pflanze wieder da ist. Und ja, so könnt ihr euch permanent die RPs glitchen. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.